Hallo Stuttgart, hallo Stuttgart, guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Großen Haus in Stuttgart. Der erste Ministerpräsident unseres Landes, Reinhold Maier, der sagte, wenn das Haus voll ist, dann werden die Wahlen gut. Und ich stelle fest, das Haus ist proppevoll. Super, dass ihr alle da seid. Ich wünsche ein gutes neues Jahr für 2024 Ihnen und Ihren Familien, auch an alle, die an den Bildschirmen jetzt in Deutschland zuschauen. Alles Gute, Glück und Gesundheit für 2024. 1866 haben sich die württembergischen Liberalen der Demokratischen Volkspartei, unserer Vorgängerpartei, zum ersten Mal am Dreikönigstag in Stuttgart getroffen. Mein Motto für dieses Dreikönigstreffen ist 78, 40, 10. 78 Jahre in diesem Haus, an dieser Stelle, treffen sich die Freien Demokraten. Die Demokratische Volkspartei wurde bereits in der Region Stuttgart im September 1945 im wahrsten Sinne des Wortes auf den Trümmern der Nazi-Diktatur gegründet. Und Freie Demokraten haben ganz wesentlich am Wiederaufbau dieses Landes hier teilgenommen und dafür gearbeitet. 40 Jahre darf ich selbst bei Dreikönigstreffen dabei sein, das 41. Dreikönigstreffen hier, und im 10. Jahr zum 11. Mal begrüße ich Sie als Landesvorsitzender. Und erlauben Sie mir, dass ich, bevor ich alle Ehrengäste begrüße, meine Familie hier begrüße. Zum ersten Mal sind meine Kinder hier, und meine Damen und Herren, ich wünsche mir, dass in 70 Jahren, in 78 Jahren auch in Deutschland weiterhin eine freiheitliche, demokratische Grundordnung, ein Land voller Lebensfreude, voller Zukunftszuversicht ist. Und dafür arbeiten wir Freie Demokraten. Wir wollen Freiheit in Frieden. Das ist unser Programm für die nächste Generation, mit stabilen Staatsfinanzen, mit einem funktionierenden Rechtsstaat und mit einer florierenden Wirtschaft. Liebe Freundinnen und Freunde, alle Mitglieder der Bundesregierung, der Freien Demokraten, sind heute hier. Natürlich unser Bundesvorsitzender, der Bundesfinanzminister. Und wenn ich über finanzielle Nachhaltigkeit spreche, dann möchte ich noch mal betonen, auf Schuldenbergen können Kinder nicht spielen. Wer in Zeiten steigender Zinsen einer Erhöhung der Verschuldung das Wort redet, der leistet keinen Beitrag zur Lösung der Probleme, sondern der schafft neue Probleme. Und deshalb sind wir stolz und froh, lieber Christian Lindner, dass du als Bundesfinanzminister schon jetzt mit dem Deutschen Bundestag dafür sorgen wirst, dass die Schuldenquote von 69 auf 64% sinken wird. Ein Schritt in Richtung fiskalische Nachhaltigkeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Christian Lindner. Und mit ihm begrüße ich Ministerin Bettina Stark-Watzinger, für Bildung und Forschung zuständig, Marco Buschmann, der Bundesminister der Justiz, und natürlich auch unseren Freund und Landesvorsitzenden des Landesverbandes Rheinland-Pfalz, den Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing. Schön, dass ihr da seid. Endlich steht ja Stuttgart wieder im Mittelpunkt der Bundespolitik und vielleicht auch der europäischen Politik. Deshalb freue ich mich, dass unter uns sind Nicola Beer, jetzt Europäische Investitionsbank Vizepräsidentin, mit ihr die Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, und die Abgeordneten im Europäischen Parlament. Herzlich willkommen. Der neue Vorsitzender der Delegation, Moritz Körner, mit ihm grüße ich alle Europaabgeordneten und natürlich ganz besonders unseren Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg, Andi Glück. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte begrüßen alle parlamentarischen Staatssekretärskollegen, Jens Brandenburg, Katja Hessel, Olli Luksic, Benny Strasser, Florian Tonka. Ganz besonders grüße ich unsere Ehrenvorsitzenden, Hermann Otto Solms und Jürgen Mollock. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
die ehemaligen Bundesminister Helmut Hausmann und Dirk Niebel und der ehemalige langjährige Bundesvorsitzende und Vorsitzende Friedrich-Naumann-Stiftung, unser lieber Freund Wolfgang Gerhardt, der vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag gemeinsam mit seiner lieben Frau feiern durfte. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Glück und Gesundheit, lieber Wolfgang Gerhardt. Unter uns sind die ehemaligen Staatssekretäre Ursula Seiler-Albring, Ernst Burgbacher, die ehemalige Landesvorsitzende Birgit Homburger, aktive Landesministerinnen Daniela Schmidt aus Rheinland-Pfalz und Lydia Hüskens aus Sachsen-Anhalt, der ehemalige Landesminister Uli Goll. Und es sind auch Menschen bei uns, die zum ersten Mal da sind. Ich begrüße stellvertretend den Landesvorsitzenden der FDP Nordrhein-Westfalen, den Vorsitzenden der FDP im Landtag von Nordrhein-Westfalen, unseren Freund Henning Höhne. Schön, dass ihr da seid. Protokollarisch nicht ganz korrekt, aber in aufsteigender Reihenfolge freue ich mich, dass der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, unser Freund Christian Dürr, da ist und mit ihm die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, ich sehe Konstantin Gule und einige anderen. Schön, dass wir so viele Bundestagsabgeordnete haben. Wir brauchen euch. Herzlich willkommen. Lassen Sie mich stellvertretend für viele, die in unserem Land Zukunft schaffen, zwei Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen, die hier auch in der ersten Reihe unter uns sitzen. Und sie werden umrahmt von unseren Präsidiumsmitgliedern, Bundesschatzmeister Michael Link und Jochen Hausmann, unserer Generalsekretärin Judith Skudelny und der Fraktionsvorsitzende Uli Rülke mit seiner lieben Frau sind auch da. Lassen Sie uns begrüßen, zwei Unternehmerpersönlichkeiten, die zum einen am Wirtschaftswunder mitgewirkt haben, viele Arbeitsplätze in schwierigen Zeiten gesichert haben, die als Familienunternehmer zu diesem Standort stehen. Unter uns sind Hans-Peter Stiel und Jörg Mosolf. Schön, dass ihr da seid. Der Mittelstand ist unser Rückgrat. Ja, und wir sind ja unter uns, da kann man ja auch Vertraulichkeiten teilen. Ich habe das bestgehütete Staatsgeheimnis der Bundesrepublik Deutschland mitgebracht. Es wurden jetzt in jedem Jahr, in dem die FDP an der Bundesregierung beteiligt ist, die Steuern gesenkt. Wir sind nämlich das marktwirtschaftliche Gegenmodell zu anderen, wenn etwa Jens Spahn als stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion über die Erhöhung der Spitzensteuersätze diskutiert mit Herrn Merz und Herrn Lindemann oder die Erbschaftssteuer erhöhen will, da halten wir klar dagegen. Wir haben die Steuern gesenkt. Allerdings habe ich den Eindruck, wir müssen da, was die Bekanntheit dieser Maßnahmen, was das angeht, noch ein bisschen nacharbeiten. Also jeden freien Demokraten, den man nachts um zwei weckt, sollte wissen, Grundfreibetrag zweimal erhöht, Kinderfreibetrag zweimal erhöht, die Pauschalen, Sparerpauschbetrag erhöht, die Homeoffice-Pauschale erhöht, Pauschale für mobiles Arbeiten erhöht, die Entfernungskostenpauschale erhöht und die kalte Progression anders als in den Vorjahren komplett ausgeglichen, also Einkommensteuer gesenkt und das ist noch gar nicht alles. Also wir können das jetzt ja im Chor üben, machen wir aber nicht. Die Freien Demokraten halten Wort, was wir in den Jahren mit CDU geführten Bundesregierung nicht umsetzen konnten, konnten wir durchsetzen mit Kanzler Scholz in der Bundesregierung, getragen von SPD und Grünen. Und ich glaube, es war nicht einfach, das durchzusetzen gegen zum Beispiel Saskia Esken, Kevin Kühnert und den Grünen, die das ja eigentlich nicht wollten. Hier haben wir geliefert, ein großer Erfolg. Ich glaube, es ist richtig. Und meine Damen und Herren, Freie Demokraten haben immer in schwierigsten Zeiten auch unter Einsatz ihres gesamten politischen Kapitals dafür gesorgt, dass die Republik in die richtige Richtung geht und dass sie vor allen Dingen aus der Mitte heraus regiert wird. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg das Durchsetzen der sozialen Marktwirtschaft mit Ludwig Erhard. Klammer auf, in der CDU wollte man auch verstaatlichen. Wir haben 1969 eine neue Ostpolitik, die Entspannung und damit die Grundlage für die Wiedervereinigung Europas
und unseres Vaterlands Deutschlands legen können unter Einsatz unserer politischen Existenz. Wir haben 83 mit der Wende wieder unter Einsatz der politischen Existenz dafür gesorgt, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt. Und jetzt geht es in schwierigster Zeit darum, Fortschritt in der Bundesrepublik zu organisieren. Und meine Damen und Herren, wenn uns jetzt die Opposition im Bundestag, CDU und CSU, vorwerfen, dass die Hinterlassenschaften von 16 Jahren CDU-geführter Bundesregierungen nicht rechtzeitig beseitigt werden, dann halte ich das für unredlich, die Probleme etwa in der Infrastruktur, marode Schienennetz, was wir jetzt angehen, die kaputten Straßen mit gesperrten Brücken, wie bei Ramede in Nordrhein-Westfalen, sind doch nicht in den vergangenen 20, 24 Monaten der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP entstanden, sondern das sind doch Erblasten, die über Jahre und Jahrzehnte entstanden sind. Und meine Damen und Herren, wir haben die Probleme nicht verursacht, aber wir arbeiten mit Hochdruck dran, sie zu beseitigen. Und uns dafür zu beschimpfen, ist nicht in Ordnung. Und deshalb sagen wir hier auch der CDU, CSU den Kampf an. Denn die sollten statt Obstruktionspolitik im Bundesrat zu üben und Gesetze zu verhindern und zu blockieren, mitwirken im Rahmen eines Deutschlandpaktes, damit wir dieses Land wieder fit machen für Innovation, für Wachstum und dass die Schäden in der Infrastruktur, die ja von CSU-Verkehrsministern verantwortet wurden, beseitigt werden und dass auch die Bundeswehr endlich wieder richtig ausgestattet ist. Es waren ja CSU und CDU-Verteidigungsminister, die das Ganze verantwortet haben. Wir haben das Ruder rumgeworfen und lasst uns nicht einreden, wir seien auf dem falschen Weg. Wir gehen mutig an diese Probleme heran. Dafür stehen wir, die Freien Demokraten, und ich fordere von uns mehr Selbstbewusstsein und auch mehr Zuversicht in der politischen Debatte mit dem politischen Wettbewerber. Wir kämpfen für eine Demokratie liberaler Prägung, und ich glaube, dass es einer der größten Fehler ist, dass Publizisten behaupten, dass die Demokratie in Deutschland sicher sei, dass sie stabil ist, dass sowas wie in Weimar nie wieder passieren könnte. Die alten Demokraten, der Gründungsvorsitz der Freien Demokraten hier in Baden-Württemberg, Dr. Wolfgang Hausmann, sagte immer: Seid wachsam, wehret den Anfängen. Jede Demokratie kann kaputt gehen, wenn die Bürgerinnen und Bürger aufhören, Demokraten zu sein. Und deshalb ist es so gefährlich, wenn Populisten davon schwafeln, dass die da oben etwas tun, was die da unten nicht wollen, weil in der Demokratie die da oben von denen da unten gewählt wurden und es eigentlich kein unten und oben gibt, sondern in der Demokratie die Bürgerinnen und Bürger als Staatsbürger dafür stehen, was in diesem Land geht. Und deshalb ist es richtig, dass die Menschen, auch wenn sie nicht einverstanden sind, demonstrieren. Und ich war heute Morgen schon bei den Bauern, deren Sorgen wir ja durchaus teilen. Demonstrationen sind in Ordnung, aber der Aufruf zum politischen Generalstreik, was man bisher nur aus Südamerika kannte, das ist in Deutschland nicht zulässig, es ist kein Teil unserer Rechtsordnung, es ist aber auch nicht sinnvoll, meine Damen und Herren. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, an der Funktionsfähigkeit unserer Demokratie zu zweifeln. Wer behauptet, man bräuchte da mal wieder jemanden, der da durchgreift, dann kann man doch nur sagen, dass diejenigen, wenn sie dann mal dran sind, so schlecht wieder wegzubekommen sind. Und wir merken ja, wie Autokraten dann in manchen Ländern auch innerhalb der Europäischen Union die Spielregeln ändern. Ich denke da nur mal so an Herrn Orban und auch an die PiS-Regierung, die gegen Entscheidungen der Verfassungsgerichte die Gesetze verändern und dann hinterher argumentieren, man dürfte es nicht zurückdrehen, das Rad. Aber ein Blick nach Russland zeigt doch, wo die wirklichen Feinde der Demokratie sitzen. Dort sitzen Diktatoren. Da ist ein Diktator, der brutal die Ukraine überfallen hat und angegriffen hat. Aber die Publizisten und Propagandisten in den russischen Medien lassen ja keinen Zweifel dran, dass die Russen auch nach Berlin marschieren würden, wenn wir sie lassen würden. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Ukraine unterstützt wird und dass wir dort Einhalt gebieten und dass wir die Verteidigungsfähigkeit der NATO sicherstellen. Es geht um Frieden und es geht um Freiheit und es geht um die Verteidigung dieser Freiheit, meine Damen und Herren, im Innern und nach außen.
Und ich habe ja vorher schon Herrn Merz angesprochen und auch Herrn Söder. Sie machen Obstruktionspolitik. Sie hauen auf die Bundesregierung ein, als gäbe es keinen Morgen. Sie müssen an der Stelle ja mal erklären, mit wem Sie eigentlich nach der nächsten Bundestagswahl regieren wollen. So wie die argumentieren und wie sie handeln, bleibt da ja nur eine schwarz-blaue Regierung. Das nützt doch nur der AfD, was da gemacht wird. Und ich bin der Meinung, dass wir die AfD stellen müssen, dass wir sie auch stellen können. Wir haben doch keine Angst vor den Bürgern, im Gegenteil. Wir kommen aus den Bürgern, aus der Bürgerschaft. Wir sind Graswurzeldemokraten. Lasst uns die Themen ansprechen, die die Menschen besorgen, etwa die unkontrollierte Migration. Aber lassen wir den Volksverführern doch nicht den Raum. Sie bieten keine Lösungen an. Sie sagen, was sie nicht wollen. Sie haben keine anderen oder besseren Antworten als wir. Wir sind doch diejenigen, die die Rückführungsabkommen verhandeln, die unter der Merkel-Ära nicht verhandelt wurden, um irreguläre Migranten zurückzuführen in die Herkunftsländer. Die Frau Weidel kann doch niemandem erklären, was sie machen will mit einem irregulären Migranten, der von der Heimat nicht aufgenommen wird. Den kann man ja nicht auf unbewohnten Inseln im Atlantik aussetzen. Ich sage an der Stelle, wir wollen den Kontrollverlust bei der Migration begrenzen. Wir setzen uns für ein anderes europäisches Asylsystem ein. Die Außengrenzen müssen besser geschützt werden, die Fluchtursachen bekämpfen. Und ja, die Bundesländer müssen auch irreguläre Migranten zurückschicken. Dafür verhandeln wir die Rückführungsabkommen. Aber wir Freie Demokraten bleiben dabei, dass in dieser ganzen Situation nie vergessen wird, hinter jedem Geflüchteten steht ein menschliches Schicksal. Und eines ist für uns nicht verhandelbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Liebe Freunde, liebe Freunde, in diesem Land Baden-Württemberg, in der Bundesrepublik Deutschland, in Europa stecken so viele Chancen, steckt so viel Innovation, gibt es so viele Gründungen, gibt es so viele Ideen in den Unternehmen, gibt es so viele Ideen bei jungen Menschen. Und deshalb sagen wir, wir setzen auf Innovation, wir setzen auf die nächste Generation, auf Nachhaltigkeit in allen Dimensionen. Wir glauben, dass diese freiheitliche Demokratie die Herausforderungen der Zukunft lösen kann, wenn wir uns zurückbesinnen auf unsere Tugenden, Fleiß, Kreativität, Erfindergeist, auf Eigenverantwortung, Selbstbestimmung. Das ist unsere Antwort. Leicht wird es nicht, aber wir können es schaffen. Das hat uns groß gemacht. Und damit werden wir die Zukunft bewältigen und nicht mit den Rufen nach dem starken Staat. Und deshalb kommt es auf uns an im Jahr 2024, bei den Kommunalwahlen, bei den Landtagswahlen in den Bundesländern und vor allen Dingen bei der Europawahl. Denn in der Europäischen Union, im Europäischen Parlament zählt jede Stimme. Und deshalb bitte ich die Bürgerinnen und Bürger, verschwenden Sie Ihre Stimme nicht für extreme Parteien, die im Parlament bei der Mehrheitsbildung keine Rolle spielen. Ich habe es als Europaabgeordneter selbst erlebt. Stärken Sie die demokratische Mitte. Jetzt kommt es auf Sie an. Wir brauchen, dass die Menschen von den Zuschauertribünen herunterkommen und sich engagieren für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, für die Freiheit, für die individuelle Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Zukunft, Zuversicht und Fortschritt. Und dafür stehen wir, die Freien Demokraten. Und in dem Sinne gehen wir in dieses Jahr 2024 voller Elan, mit voller Kraft. Und ich bin mir sicher, wir werden eine ganz, ganz wichtige Wende in diesem Jahr schaffen für unser Land. Und darauf kommt es an. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.